Mein verschwundener Schlüssel. Moin, moin, ihr Lieben. Hier ist wieder mal Kirsten Becker. Und ich habe heute wieder das Gefühl gehabt, ich muss doch diese Geschichte veröffentlichen. Ich denke, das kann jeder von euch. Ihr sucht und sucht und sucht plötzlich wieder etwas und ihr wisst doch, Mensch, wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt oder meine Brille oder ja. Ihr verliert etwas und dann bittet ihr drum und diese Dinge tauchen wieder an Stellen auf, wo ihr das eigentlich nicht vermutet. Naja, ihr kennt ja alle auch meine Geschichte, die auch meine anderen Videos schon gehört haben. Ich liebe es, in dem Garten meiner geliebten Oma zu arbeiten. Ich wohne ja jetzt in dem Häuschen meiner geliebten Oma, die ist ja schon 2001 verstorben. Immer wenn ich in ihrem Garten bin oder im Häuschen bin, fühle ich mich wirklich rundum wohl. Gut, im Moment kann ich nicht so oft dort sein, weil, wie ja auch einige von euch wisst, ist meine Mutter letztes Jahr an Krebs erkrankt. Ihr geht es jetzt aber wieder viel, viel besser und ich widme ihr sehr, sehr viel Zeit. Wie gesagt, am Freitag, 30.09.2016 war ich das letzte Mal im Garten. Ich habe da rumgewühlt und habe den Garten für den Winter schon ein bisschen vorbereitet, obwohl ich noch einiges zu tun hatte. Und dann dachte ich, ich habe meinen Schlüssel vom Geräteschuppen in meine Jogginghose gesteckt. Die Jogginghose hat an der rechten Seite einen kleinen Reißverschluss und da habe ich gedacht, ich habe diesen Schlüssel reingesteckt. So bin ich also am letzten Freitag, am 7.10., wieder in meinem Garten gewesen und wollte eigentlich ein paar Kleinigkeiten machen und finde nun diesen Schlüssel nicht. Ich gucke am Schlüsselbrett, nichts. Ich gucke in meiner Arbeitshose, nichts. Ich stelle die ganze Küche auf den Kopf, schieb die Schränke zur Seite, wo das Schlüsselbrett in der Küche hängt. Ich finde diesen Schlüssel nicht. Dann bin ich noch in den Garten gegangen, habe den ganzen Rasen, die ganzen Beete abgesucht und nun findet man diesen Schlüssel, oder er ist nicht so auffällig, weil er einen Schlüsselanhänger hat mit einem kleinen Holzanhänger, wie ihr ja vorne in diesem Bild gesehen habt bestimmt, am Anfang meines Videos. Na, wie gesagt, ich finde ihn nicht. Und immer wieder sage ich zu mir selber oder auch zu meiner geliebten Oma, das mache ich auch immer, das kennt ihr bestimmt auch. Oma, Oma, hilf mir, wo ist der Schlüssel? Wo kann der Schlüssel nur sein? Leg mir doch bitte diesen Schlüssel hin. Bitte, 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 bitte. Und so bin ich dann durch den Garten getigert, fast auf allen Vieren. Naja, noch nicht ganz auf allen Vieren, weil überall liegen ja Birnen rum und das würde ein bisschen drücken an den Knien. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Na gut, dann sitze ich also in meiner Wohnstube unter den nostalgischen 50er Jahre Tellerlampen an der Wand, wo Oma früher ihr Sofa hatte, direkt am Kachelofen. Und da habe ich immer besonders das Gefühl, dass Oma in meiner Nähe ist. So, und nun sitze ich da und sage zu Oma, Oma, wenn ich das nächste Mal komme, bitte, bitte, zeig mir doch, wo mein Schlüssel ist. Bitte, leg mir doch den Schlüssel wieder hin. Bitte, bitte, bitte. So, mit diesen Gedanken bin ich dann aus dem Häuschen raus und bin wieder zu meiner Mutti gefahren, da sie ja, wie gesagt, im Moment nicht so lange alleine sein kann und habe ihr das von dem Schlüssel erzählt. Und sie nur, oh, hoffentlich findest du diesen Schlüssel wieder. Und nun kommt hinzu, dass man diesen kleinen Schlüssel, der ist schon öfters mal verschwunden, aber wir haben ihn immer wieder gefunden. Und am Freitagabend standen wir ganz gemütlich am Fenster und schauten draußen dem Spielmannszug zu. Mit den vielen Laternen und den Kindern, die vorbeiliefen. Das war ja der Laternenumzug und das war richtig schön. Und dann sagt meine Mutti plötzlich aus heiterem Himmel, du, ich hoffe, du findest den Schlüssel wieder. Und ich mit einer Selbstsicherheit und einem Gefühl, ja, habe ich nur gesagt, ich finde den wieder auf jeden Fall, der taucht wieder auf. Du weißt schon, Mama, ich habe Oma gebeten, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich Oma gebeten, bitte, 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 leg mir diesen Schlüssel wieder hin. Und das haben wir ja schon mal vor längerer Zeit gemacht. Hatte ich schon mal so ein Erlebnis. Und zwar, das war im September, am 11. September 2016.
Da habe ich die kleine Bastelschere gesucht. Die hatte ich zuletzt benutzt Ende August, als ich für Mutti was gebastelt habe. Und diese kleine Bastelschere, ich glaube, die kennt auch jeder, der bastelt. Das ist so eine ganz kleine, dünne Schere, wo man ganz fein Sachen ausschneiden kann. So kleine Blumen. Ich mache immer so Dinge, ich schneide zum Beispiel aus Geschenkpapier Blumen aus und beklebe dann damit die Briefumschläge. Und das sieht immer ganz hübsch aus. Und wie gesagt, diese Bastelschere habe ich gesucht, da ich meiner lieben Freundin Rita auch noch was zurecht basteln wollte. Und sie hatte ja bald Geburtstag und nun wurde es ja langsam Zeit. So, und diese Schere, na gut, sie war ja sowieso im Urlaub und das Päckchen sollte ja später ankommen dann. Oder auch rechtzeitig, wenn sie zu Hause ist, so mal so gesehen. Und nun habe ich die ganze Bude auf den Kopf gestellt. Das Zimmerchen, wo ich bei meiner Mutti immer bastel, das habe ich dann da abgesucht und gesucht, den Schreibtisch abgesucht, die Regale abgesucht, weil ich wusste, diese Schere habe ich ganz sicher weggelegt. So, ich habe sie aber nicht wiedergefunden und ich war schon richtig verzweifelt. Ich sage, das gibt's doch nicht. Und wieder habe ich nur gesagt, Oma, bitte Oma. Und ich weiß nicht, zum x-ten Mal habe ich meinen Laptop hochgehoben und mein Laptop steht auf einer, ja, das kennt bestimmt auch jeder, so ein schräges Tablett. Und darunter ist es ja hohl und das hebe ich zum x-ten Mal hoch und mit den Worten, Oma, Oma, bitte, bitte, leg mir doch die Schere auf den Tisch. Und mit einmal klötterte das und wie aus dem Nichts flog diese Schere runter. Also es sah für mich so aus, als ob diese Schere unter dem Tablett des Laptops klebte, obwohl das konnte ja gar nicht sein, denn ich hatte es ja schon vorher zig mal hochgenommen und den ganzen Schreibtisch aufgeräumt und hinter jeder Ecke geguckt, hinter jede kleine Schublade, also alles, nichts gefunden. Und da lag sie wieder. Und da musste ich nur so lachen. Ich denke, habe nur gesagt, danke Oma, danke Oma. Ja, und nun wieder zu meinem Schlüssel. Gestern am Sonnabend, morgen, also ich bin ja dann am Freitag mit den Gedanken ins Bett gegangen, Oma, bitte sag mir, wo dieser Schlüssel ist. Bitte zeig mir, wo dieser Schlüssel ist. Waren wieder meine Worte. So, und dann bin ich am Sonntagmorgen aufgewacht. Mein erster Gedanke war, ich sah mich in meiner blauen Weste, wo ich in die rechte Tasche greife. Also vorher ziehe ich den Reißverschluss an der Weste runter und greife in die Tasche und da ist der Schlüssel dran. So, da habe ich noch ein Handy drin und da ist auch der Schlüssel drin. So, nun gehe ich nach unten, bin ich sofort zur Garderobe gegangen, um meinen Gedanken oder meine Intuition oder Vision, wie auch immer man das nennt, es war wieder eine Eingebung von Oma oder Oma hat mich wörtlich genommen. Sie hat mir nun gezeigt, wo dieser Schlüssel ist und ihr werdet es nicht glauben. Ich bin zur Garderobe gegangen, habe in die Westentasche gegriffen, vorher den Reißverschluss runtergezogen und tatsächlich, juhu, da war der Schlüssel drin. Und ich habe nur gedacht, siehste, es klappt doch immer wieder, das ist doch phänomenal. Und ich denke, diese Geschichte kann jeder bestätigen. Das Beste ist aber dabei, nicht verkrampft weiterzusuchen, alles auf den Kopf zu stellen, sondern einfach sagen, okay, wie auch immer ihr das sagt, ich finde den Schlüssel schon oder ich sag ja immer, Oma, leg mir den Schlüssel hin oder Oma, helf mir. Das sind ja immer meine Stoßgebete, die ich dann zum Himmel sende. Und dann habe ich das wiedergefunden. Und ich denke, dieses Erlebnis kennt jeder. Und das Wichtigste dabei ist, wie gesagt, nicht verkrampft weiterzusuchen, sondern einfach loszulassen. Loszulassen und zu sagen, ich lege es erstmal ab. Und so war das auch mit meiner Lesebrille. Diese Lesebrille habe ich gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und sie hat sich an einem Ort wieder angefunden, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich habe mir dann eine andere Lesebrille geholt, obwohl ich ja demnächst keine Brille mehr haben werde oder brauchen werde. Aber dazu komme ich zu einem anderen Video näher dazu, weil ich jetzt meine Augen trainiere und da schon sehr große, also ich kann schon sagen, eine leichte Besserung merke an meinen Augen. So, und wie gesagt, diese Brille habe ich irgendwann aufgegeben. Habe gesagt, okay, du wirst schon wieder auftauchen, wenn ich dich brauche. Oder vielleicht ist es auch mit Absicht so, dass ich dich nicht mehr brauche. Eines Tages kommt meine Mutter mit einer ein bisschen verbogenen Brille aus dem Keller hoch
und zeigt mir die Brille. Sagt sie, du wirst es nicht glauben. Lag diese Brille unterm Regal im Keller. Wo ich dann aber wirklich überlegt habe, wie kommt diese Brille in den Keller? Denn ich konnte mich nicht erinnern, dass ich mit dieser Lesebrille in den Keller gegangen bin. Aber ist ja auch egal, sie ist wieder aufgetaucht. Und so ist es ja mit allem. Zum Beispiel, was ich liebe, ist ja meine Parkplatzbestellung. Meine Parkplatzbestellung, wenn wir unter anderem nach Labö fahren. Und da ist es ja manchmal sehr, sehr voll. Und ich sage, bevor ich losfahre, sage ich schon, Oma, wir brauchen wieder einen Parkplatz. Bitte, bitte, wir brauchen wieder einen Parkplatz, wieder einen, der nichts kostet. Manches Mal mache ich mir dann noch einen Spaß draus und sage, wo ich denn gut reinkomme, wo ich nicht gut groß rumrangieren muss, sondern einfach nur drauf zufahre. Und ihr werdet erst nicht glauben, entweder es ist eine große Parklücke frei oder aber es ist eine Parklücke frei direkt an vor oder hinter einer Auffahrt, sodass ich einfach nur rückwärts dann rausfahren brauche oder vorwärts rausfahren brauche. Oder aber wenn es proppenvoll ist und ich noch vorher sage, bitte, bitte Oma, ich weiß, es ist ja voll, aber ich möchte doch bitte einen schönen Parkplatz haben. Da haben wir das auch schon gehabt, Straße ist proppenvoll. Ich fahre rein, sehe, wie Menschen kommen, zu ihrem Auto gehen und rausfahren. Und so habe ich wieder meinen Parkplatz. Und das ist doch super, ne? Und wie gesagt, ich würde mich gerne, also sehr freuen, wenn ihr vielleicht eure eigenen Erlebnisse hier unter mein Video schreibt. Was ihr so erlebt habt oder bei Facebook mir das berichtet, weil ich finde es doch immer wieder interessant. Und jetzt sehe ich gerade, das Video ist wirklich exakt gerade mal ein bisschen über 11 Minuten und ich hatte gefragt heute Morgen, wie ich das Gefühl hatte, heute muss ich dieses Video machen, hatte ich plötzlich im Gefühl, es wird genau 11 Minuten lang und ich habe nun auch alles gesagt und es ist 11 Minuten lang. Ja, so, was will ich jetzt noch sagen? Ach, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Auf jeden Fall freue ich mich immer wieder und ich bedanke mich auch nochmal recht, recht herzlich bei euch allen für den vielen Zuspruch meiner Videos und die lieben Kommentare, die lieben privaten Nachrichten. Ich freue mich immer riesig darüber und es zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und es ist immer richtig, wenn wir unserer Intuition, unserem Herzen folgen, machen wir nie was verkehrt. Denn unser Herz belügt uns nie. Wir müssen nur den Mut haben, unserem Herzen zu folgen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe. Eure Kirsten Becker. Tschüss. Ciao. Thank you.